Welcome App Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT-Hilft GmbH. Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Teil 2. Hitler beendete die Demokratie in Deutschland mit dem Beginn seiner Diktatur im Jahr 1933, in der er als der totale Herrscher angesehen werden wollte. Es begann eine schlimme Zeit der Unterdrückung und Verfolgung für viele Menschen, insbesondere für Juden und Gegner der Nazis, die als Feinde angesehen wurden. Diese Periode gipfelte schließlich im Zweiten Weltkrieg, der von 1939 bis 1945 stattfand, denn Hitler verfolgte das Ziel, die ganze Welt beherrschen zu wollen. Zahlreiche Länder der Welt waren an dem Krieg beteiligt und stoppten Hitler und sein System. Deutschland verlor den Krieg. Infolgedessen wurde Deutschland von den Siegermächten in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die Sowjetunion, heute Russland, beherrschte die östlichen Gebiete, während die USA, Großbritannien und Frankreich sich den Westen teilten. Im Osten von Berlin und der sowjetischen Besatzungszone sollte das Land nach kommunistischem Vorbild umgebaut werden, was für die Menschen viele Nachteile mit sich brachte. Es herrschte eine sogenannte Diktatur des Proletariats. Es gab nur eine Partei, die gewählt werden konnte, und die Menschen wurden überwacht und kontrolliert. Die Siegermächte in den westlichen Besatzungszonen arbeiteten unterdessen am wirtschaftlichen Wiederaufbau und gründeten 1949 die eigenständige Bundesrepublik Deutschland, BRD. Die Staatsform der BRD war eine Demokratie, wo es die soziale Marktwirtschaft den Menschen ermöglichte, sich freiheitlich zu entfalten. In der östlichen Zone entstand die Deutsche Demokratische Republik, DDR, nach dem scheinbaren Prinzip des Kommunismus. Zwischen beiden Landesteilen wurde eine Grenze gezogen und in Berlin, was anteilig zu beiden Ländern gehörte, eine große Mauer gebaut. Deren Überreste können heute noch besichtigt werden. Nach der Friedlichen Revolution, wo viele Menschen der DDR gegen das Regime protestierten, endete 1989 die DDR. Die Mauer, die Deutschland teilte, wurde abgerissen und Deutschland wiedervereinigt. Das wiedervereinigte Deutschland konnte sich einen guten Ruf als starke Wirtschaftsmacht mit sozialer Verantwortung erarbeiten und bietet heute vielen Menschen die Möglichkeit auf ein freies und selbstbestimmtes Leben. Deutschland ist ebenfalls angesehenes Mitglied der Europäischen Union.